Ja, aber mit solchen Tellern, da fahre ich doch nicht durch die Gegend, Leute. Von Harley-Davidson die zwei Zusatzscheinwerfer. Was ist das denn für ein Johnny hier? Ist ein gutes Stück. Aufgeladen, festgezurrt, auf dem Weg nach Hause. Ja, sehr spannend, wa? So ein Garagentor. So, jetzt ist ein Tag später. Da steht ein gutes Stück in meiner super aufgeräumten Garage. Schon ein recht großes Teil. Wenn ich überlege, mein Intruder damals, ja, war schon ein bisschen weniger. Aber das hat schon was. Vor allen Dingen habe ich mich jetzt gestern mal ganz kurz drauf gesetzt, wo dieser krasse Sitz hier da drauf war. Und ich muss sagen, erst hatte ich vor, den natürlich nicht zu verwenden. Jetzt bin ich aber ehrlich gesagt mit dem Gedanken am Spielen, das Ding hier wirklich zu verbauen. Und dann hier so Art, ja, das Ding wie so eine Road King quasi aufzubauen, mit so Koffern hier dran. Gerade wenn ich mit dem Club wieder auf Tour bin, irgendwann, wenn die ganze Corona-Scheiße mal vorbei ist, möchte ich natürlich nicht meine Z irgendwie mit Gepäck vollballern. Ursprünglich war ja eh gedacht, dafür ein zweites Motorrad zu holen. Jetzt hatte ich natürlich einen kurzen Spleen, mir eine Bobbe aufzubauen. Wäre eher vernünftig, dann hier sowas zu bauen, dass ich wirklich da Koffer und sowas dran machen kann. Was wie genau ich jetzt machen werde, weiß ich alles noch nicht. Ist erstmal entscheidend, die ganzen fehlenden, wichtigen Teile mir zu organisieren. Ne? Wie man sehen kann, hier sind ja nur Löcher. Da fehlt zum Beispiel hier die ganzen beiden Zündspulen. Das sind ja zwei Zündspulen für die Zylinder. Dann fehlt mir hier die CDI, die hier hinkommt. Was fehlt mir denn noch? Ich weiß gar nicht. Gleichrichter habe ich sogar noch einen ganz neuen damals für eine Kawasaki gekauft. Den habe ich schon locker seit 15 Jahren hier liegen. Hat den gleichen Anschluss alles. Das sollte soweit passen. Zündschluss ist auch da. Ich weiß gar nicht, das ist das Starterrelais mit Hauptsicherung, ist Gott sei Dank da. Dann habe ich, glaube ich, gesehen, was haben wir denn noch alles da? Muss ich mal eben schauen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt das Licht reicht, ob ihr da drauf sehen könnt. Ich weiß jetzt nicht, ob das oder das. Irgendeins wird das Blinkerrelais sein und irgendein Ding, was ich nicht weiß, was das ist. Aber ist ja auch egal. Ja. Dann hatte ich natürlich, hier kommt das Relais, der Gleichrichter dran. Einen anderen Stecker habe ich auch. Den habe ich damals dazu bestellt. Den werde ich mal austauschen. Ich meine, der wird zwar noch gehen, aber ihr könnt ja sehen, die Kontakte, die sind schon mal ein bisschen gebacken worden. Ja, Zündkabel sind noch dran, aber naja, da kommen andere, denke ich. Ansonsten, ich weiß gar nicht, hier kamen doch auch irgendwelche kleinen Dinger dran. Hier waren doch so kleine Kappen vor, meine ich. Muss ich mal schauen. Wichtig ist jetzt erstmal, ja cool, das ist der Schraubzug. Ansonsten, was mir auch noch aufgefallen ist, Gott sei Dank ist die Benzinpumpe auch da, weil dafür wollen die bei eBay auch ziemlich viel Geld haben. Hier, da fehlt mir ja wohl ein Stück Kabel. Da muss ich jetzt mal rausfinden, ob das nicht vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Weil hier gehen ja Kabel lang. Aber wofür das hier sein soll, weiß ich auch noch nicht. Das jetzt nur für die Hupe ist oder was auch immer, kann ich ja jetzt alles nicht wirklich testen, weil ja die CDI fehlt. Und in der CDI wird ja alles irgendwie gesteuert, glaube ich. Das Einzige, was ich jetzt nächste Woche, kommende Woche testen werde, und zwar den Anlasser zu überbrücken, ob der Motor sich überhaupt dreht, weil damit fällt und steht das ganze Projekt dann letztendlich. Wenn der Motor nicht dreht, dann, ja,
Dann ist sowieso schon mal ganz kacke. Und ganz wichtig ist für mich jetzt erstmal, dass ich Zündspulen bekomme und die CDI, damit ich überhaupt mal testen kann, kommt ein Zündfunke oder würde der Motor überhaupt laufen. Und erst dann fange ich tatsächlich an, irgendwelche großen Planungen zu machen, was ich letztendlich aus dem Schinken hier bauen werde. Aber es war gestern schon ein cooles Gefühl, als ich die kleine Shopper abgeholt habe. Die Herren da von der American Garage oder wie das da hieß, haben mir dann Gott sei Dank auch geholfen, auf dem Hänger aufzuladen. Da habe ich gesehen, hat hier von Harley Davidson die zwei Zusatzscheinwerfer. Da sind schon so ein paar kleine Sachen dran, irgendwie so ein bisschen. Zum Beispiel hier diese. Warte. Ich drehe euch mal. Kriegt das da drauf so scharf? Hier von dem. Ja. Wie nennt diese Kacke denn jetzt? Meine Güte. Bremsflüssigkeitsbehälter oder da drüben auch für die Kupplung. Weil ich auch gesehen habe, das ist ja der Kupplungszug. Aber das ist auch pneumatisch, wie man das sagt. Also das ist kein Seilzug, sondern hier auch mit dieser Bremsflüssigkeit. Und die ist auch schon Matsche. Da muss ich alles rausholen und sauber machen und spülen. Ja, ist schon noch verdammt viel Arbeit. Ja, der Teppich übrigens ganz legendär. Ich liebe den, der muss hier in der Garage sein. Ja, überall hier so kleine amerikanische Gimmicks. Ja, die Maschine ist ja auch in Amerika gebaut. Die VN 1500 wurde ja in Amerika gebaut. Von daher schon gar nicht schlecht. Hier so ein kleiner Adler noch drauf. Ist natürlich noch originale Auspuffanlage. Und ja, das geht erstmal daran, das Ding erstmal komplett sauber zu machen. Überhaupt erstmal zu schauen, was fehlt. Klar ist natürlich Fender vorne und hinten. Da ich die jetzt ja eh nicht zum Bobber-Umbau, zumindest jetzt Stand heute, wir haben jetzt Sonntag. Jetzt muss ich natürlich schauen, dass ich dann irgendwann mal einen Fender finde, der dann hier drauf passt, auch mit dieser Sitzbank. Ich weiß nicht, ob es unterschiedliche Fender gab bei den VN15 Modellen. Ah, dieser Gepäckträger, der fliegt auf jeden Fall ab. Die Blinker fliegen ab, das muss schon, also ein bisschen modernisiert wird das Gerät natürlich. Ja, keine Frage, weil mit solchen Tellern, da fahre ich doch nicht durch die Gegend, Leute. Also, ich bin echt gespannt, ob der Motor sich dreht und ob der Anlasser funktioniert, ob da überhaupt ein Lebenszeichen da ist. Ich frage mich überhaupt, warum der ganze Lacksatz fehlt. Der Werkstatttyp, wie gesagt, der hat die Maschine quasi in Zahlung genommen und er hat die vorher jahrelang auch fahren sehen. Und dann sind angeblich der Lacksatz irgendwie verloren gegangen. Er weiß auch nicht genau, wie das passiert ist. Und die Papiere sind auch weg. Aber ich habe schon mit der Polizei telefoniert und so. Und Dings, wie heißt das hier? Unbedenklichkeitsbescheinigung wäre kein Problem. Ich habe ja auch das Kennzeichen, womit das vorher angemeldet war. Es war auch schon irgendwie 6-7 Jahre her. Aber vielleicht lässt sich da auch rausfinden, wem das Ding vorher gehört hat und so. Wegen neue Papiere beantragen und... Ja, das ist auf jeden Fall noch so eine Prozedur. Und selbst wenn nicht, ein Rahmen mit Papiere, dann gucke ich natürlich, dass ich auch einen Rahmen finde, der vor 94 zugelassen worden ist. Und dann habe ich da auch auspufftechnisch auf jeden Fall eine geilere Auswahl, weil dann kann man natürlich alles selbst bauen. Hauptsache, man hält die eingetragene Dezibel ein und fertig. Ach so, weil ich euch auf jeden Fall zeigen wollte. Was ist das denn für ein Johnny hier? Ja, hier war noch eine Kiste dabei und dann ist dann hier dieser Vogel, Adler oder was auch immer. Ich kann mir gut vorstellen, dass der bestimmt auf dem originalen Fender vorne drauf war. Das ist ja voll schrecklich, Leute. Das ist ja voll schrecklich. Ja, hier von dem Tank, dieser Aufsatz ist auch noch dabei mit, was hat nochmal, ja, Tankanzeige, genau. Ja, Tank muss ich besorgen, ganz wichtig. Und auf jeden Fall die fehlenden Elektroteile hier. Ah, sieht alles ein bisschen wüst aus, aber wenn der Motor sich drehen sollte, denke ich, ist das doch alles weniger das Problem. Aber sicherlich, es wird bestimmt den einen oder anderen geben, der sagt, boah, warum holst du dir so einen Haufen? Aber ich habe da so wenig Geld für bezahlt, selbst wenn der Motor nicht laufen würde, ich kann das Ding zerlegen. Und allein in Einzelteilen würde ich, so wie sie jetzt hier steht, nur in Einzelteile schon viel mehr rausbekommen. Also, irgendwie ist es auch schwer, an Teile ranzukommen für dieses Moped, weil die gar nicht so oft... gibt, irgendwie habe ich das Gefühl,
auch bei eBay, wenn man jetzt mal schaut, so eine blöde CDI, 250 Euro oder so für so ein altes, gebrauchtes Teil. Bin ich mal gespannt. Da hier 55.000 soll sie gelaufen haben. Keine Ahnung, was das hier denn mal war. Aber das Kabel jetzt hier, das muss ich mal im Werkstatthandbuch gucken, habe ich mir organisiert. Ja. Ja, das ist ja. Irgendwie erinnert mich diese Dinger. Ach, kennt ihr den Film Born to be Wild oder Born to, hier mit dem Schauspieler von Hör mal, wer da hämmert. Irgendwie erinnert mich das daran. Also da muss ich mal schauen, ob ich das lasse oder. Naja, auf jeden Fall kommt ein anderer Lenker drauf. Auf jeden Fall auch die Höhe. Richtiger ein Ape, aber nicht. Der ist so komisch. Der hat so eine komische Kröpfung. Irgendwie, das sieht aus wie ein Behinderten. Also wie so ein. Ach, wie nennt sich das? Ein AOK-Shopper, den man vor sich her schiebt. Erstmal das alles sauber machen hier. Das ist ja schon mal eine ganze Woche Arbeit wahrscheinlich. Oh Mann, was habe ich mir da bloß wieder eingefangen hier, ey. Ah, ich mache jetzt mal provisorisch die Sitzbank drauf. So, ich habe die Sitzbank jetzt mal drauf gesteckt. Ja, das ist schon ein Klopper. Aber als ich da gestern drauf gesessen habe, das war schon echt gemütlich. Also das ist schon, auch mit dieser Lehne hier hinten, die man dann quasi hat, schon extrem langstreckentauglich. Da hat meine Frau sich gestern drauf gesetzt. Ja, und dann war die Diskussion natürlich groß, dass ich die nicht zum Bobber umbauen soll. Ja. So langsam freue ich mich auch schon fast damit an. Na klar, die muss jetzt erstmal sauber gemacht werden und gucken vielleicht. Was ist das denn hier? Warum ist denn hier ein Loch? Man muss nicht alles verstehen im Leben. Warum ist denn hier ein Loch? Was soll das denn? Kann ich ja jetzt gar nicht verstehen. Keine Ahnung, was das jetzt noch soll. Ja, auf jeden Fall. Das Geraffel hinten, das muss auf jeden Fall ab hier, der Scheiß hier, ehrlich, ey. Kleinen Spiegel. Muss ich mal schauen, was ich wie wo mache. Und wenn ich Koffer dran mache, dann will ich die auch nicht, dass die so weit weg sind, sondern dass die wirklich hier so runter gehen, quasi hier so lang gehen. Und ja, muss ich mal schauen, wie ich das alles mache, ne? Dass die quasi bis knapp über den Auspuff gehen, so. Und vielleicht, ja, muss ich mal schauen, was es so gibt. Vielleicht hat er von euch der ein oder andere irgendwie eine Idee. Mein nächster Schritt ist eine CDI und zwei Zündspulen. Das ist auf jeden Fall das Wichtige. Und dann kann man halt sehen, ob der Motor überhaupt läuft oder nicht. Ja. Wenn ich jetzt hier so drauf sitze, so ganz gemütlich. Wahrscheinlich hatte ich vor, diese hässlichen Bügel hier abzumachen und da Trittbretter dran zu machen. Muss ich mal schauen, was wie wo. Oh, das ist schon weich. Der Lenker, der müsste auf jeden Fall, ich sag mal, so die Höhe hier haben und dann relativ gerade. Vielleicht nur leicht zu mir gekröpft, sodass ich wirklich Schulter hoch. Oh, das wird schon geil werden, wenn ich mit dem Ding mehr fahren kann. Aber das wird noch sehr, sehr lange dauern. Ich weiß ja nicht, wenn von euch irgendwie zufällig jemand zuschaut, der auch so eine alte VNT hat und eine CDI mit diesem Anschluss noch übrig haben sollte oder hier auch die Zündspuleneinheit hier, dann meldet euch bitte bei mir. Ich suche das und das nicht zu utopischen eBay-Preisen. Klar, geschenkt muss ja nicht sein, ne? Aber trotzdem, boah, ich finde das schon happig, was da teilweise an Preise verlangt werden für so einen Mist, der so alt schon ist. Dann mache ich jetzt noch mal ein paar kleine Fotos mit meiner Kamera. Blende ich dann auch noch mal gleich ein bisschen ein und dann. Das war's dann für heute erstmal. Haut rein, Leute, wir sehen uns bald wieder.